Hallo Leute, ich bin's, der Julian. Ihr habt immer in den Kommentaren nach meinem Dino-Deck gefragt und ja, heute werde ich's vorstellen. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, dann wollen wir mal ins Deck gehen. Ich spiele viermal den Blitzschlag, zwei Mana, Spontanzauber und fügt einer Kreatur oder einem Spieler drei Schadenspunkte zu. Ist einer der besten Spontanzauber aus dem Standardformat, also der ist wirklich echt mega gut. Dann spiele ich zweimal Doppelschuss, ist für ein Mana, für ein rotes Mana, Spontanzauber und fügt bis zu zwei Kreaturen meiner Wahl je einen Schadenspunkt zu. Und die kann ich ja auch auf meine Kreaturen, den Schaden kann ich auch auf meine Kreaturen schießen. Zum Beispiel auf den herumstreifenden Raptoren. Für drei Mana, 2/3. Und Erzürn, wenn er Schaden kriegt, also Doppelschlag, ne, schießt ihn dann Schaden halt. Ne, darf ich mir ein Standardband raussuchen, getappt ins Spiel bringen und dann noch meine Bibliothek mischen. Der ist wirklich, du hast einfach dann mehr Mana und das ist im Dino-Deck sehr wichtig, weil du einfach so große Kreaturen spielst, dass du auch das Mana dafür brauchst. Zum Beispiel den das Regisaurus Alpha-Tier für 5 Mana, 4/4 und andere Dinos, die ich kontrolliere, haben Eile. Und wenn er ins Spiel kommt, erzeuge ich einen 3/3 Dino-Kreaturenspielstein mit Trampelschaden. Der kann dann natürlich auch direkt angreifen, der Dino, ne? Dann spiele ich Saurierzähmung für ein grünes Mana, Hexerei. Ich darf mir die obersten 5 Karten meiner Bibliothek angucken, ein Standardland davon rausnehmen oder eine Dino-Karte offen vorzeigen und den Rest in beliebiger Reihenfolge unter meine Bibliothek packen. Ist halt gut, um mir so eine schöne Dino-Karte oder ein fehlendes Land rauszusuchen, was ich noch brauche. Ja. Dann spiele ich dreimal den Hirten der Kolosse. Für 2 Mana 1/1, solange ich einen anderen Dino kontrolliere, älter plus 2 plus 2, nein, das ist also 3/3, und für Tappen erhöht er meinen Vorrat Mana um ein beliebiges Mana meiner Wahl. Das ist sehr gut, weil manchmal habe ich dann 4 Mana und brauche 5 Mana, habe dann so einen Mega-Dino und dann kann ich den spielen, zum Beispiel den Anstürmen der Megalosaurus. Der ist nämlich für 5 Mana, 5/5, verursacht Trampelschaden und hat Eile. Und die Gegner rechnen einfach nicht damit, dass man dann plötzlich einen 5/5er mit Eile spielt und trampeln und damit angreift, weil der ist einfach so stark und also da kommt mindestens Schaden durch. Mit dem habe ich auch schon total viele Spiele gewonnen, also der ist wirklich echt mega. Dann spiele ich viermal den Todesschlucht-Aasfresser für 3 Mana, 2/3. Und ich kann eine Kreaturenkarte aus einem Friedhof, also aus meinem Friedhof oder aus dem gegnerischen Friedhof, raus aus dem Spiel packen, also ins Exil. Und dann halte ich 2 Lebenspunkte und ich kann das auch mit Nicht-Kreaturenkarten machen und dann erhält er +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ne? Also immer wenn er ins Spiel kommt und wenn er angreift. Dann habe ich dreimal im Deck das Raptor-Junges für 2 Mana 1/1, auch wieder die Fähigkeit Erzürn. Wenn er Schaden kriegt, darf ich mir einen Dino-Kreaturen-Spielstein mit Trampelschaden ins Spiel bringen. Na, der ist ja auch 3/3. Ja, dann tauschst du halt einen 1/1er gegen einen 3/3er aus mit Trampeln. Ne? Das ist ein guter Tausch auf jeden Fall. Und außerdem, der Gegner, wenn er ein Counter-Deck spielt, muss der, ein Deck, wo man Schaden schießt, muss der ja dann zweimal Schaden schießen. Weil wenn der stirbt, erzeugst du noch einen Dino, ne? Dann spiele ich dreimal Otepec Jagdführer für 2 Mana 1/2 und Dino-Zaubersprüche, die ich wirke, kosten meinem Wirten ein beliebiges weniger und ich kann ihn tappen und einem Dino meiner Wahl Eile geben. Das kann auch mal einen guten Vorteil bringen. Dann spiele ich noch zweimal Wildes Stampfen für 3 Mana. Darf ich eine 1/+1 Marke auf eine Kreatur meiner Wahl legen und dann kämpft sie gegen eine Kreatur, die ich nicht kontrolliere. Aber wenn ich das auf dem Dino spiele von mir, der dann gegen eine andere Kreatur kämpft, dann kostet Wilde Stampf nur ein grünes Mana, also 2 beliebige Mana weniger. Dann spiele ich noch den Reißmaulraptor für 4 Mana, 4/5.
und auch wieder die Fähigkeit Erzürn. Wenn sie Schaden kriegt, darf eine Karte ziehen. Erstens, Kartenvorteil gewinnt das Spiel. Und zweitens, sie hat Widerstandskraft 5 hinten. Und 5 ist schon sehr hoch und das bedeutet, die hält auch richtig gut was aus. Das habe ich auch im Spielen schon gemerkt, dass die echt wirklich gut was aushält. Dann spiele ich noch Firma der Verwurzeln der Felsen. Kommt halt getappt ins Spiel, es sei denn, ich kontrolliere ein Gebirge oder einen Wald. Und da hört mein Mana-Vorrat halt um ein Gebirge und einen Wald. Dann spiele ich noch viermal geschütztes Gestrüpp. Ist halt auch ein Doppelland. Erzeugt mein Mana-Vorrat um ein Gebirge und oder einen Wald. Und kommt halt getappt ins Spiel. Aber ich kann noch für zwei billige Mana umwandeln spielen. Und da kann ich diese Karte aus meiner Hand abwerfen und eine neue Karte ziehen. Dann spiele ich noch 7 Gebirge und 8 Wälder. Ja, dann lege ich das nochmal für euch aus. So. Dann könnt ihr nochmal so grob sehen, was ich so alles im Deck habe. Sind halt sehr starke Kreaturen, auch sehr teure Kreaturen, aber auch viele Sachen, die meine Karten vergünstigen. Also das ist echt hilfreich. So. Ja. Das ist mein Deck und ich hoffe, euch hat das gefallen. Und schreibt mal in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern könnte oder was ihr auch gut findet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!